Hallöchen und herzlich willkommen bei Kreativ mit Lillis. Mein letztes Video ist schon ein Weilchen her und das ist mein erstes Video dieses Jahr und deshalb wünsche ich allen, die heute zuschauen, egal wann, alles Gute, viel Gesundheit, richtig ordentliche kreative Power, Ruhe und alles, was man so braucht, um gelassen oder energiereich, je nachdem, was man gerade braucht, voranzuschreiten. Ich möchte euch heute einladen und gleichzeitig auch mitnehmen für eine kreative Auszeit. Ich hatte tatsächlich lange überlegt, was soll mein nächstes Video beinhalten. Ihr seht, ich habe jetzt hier auch noch kein Ergebnis liegen. Ich bin jetzt zum Anfang. Manchmal macht man das ja so, dass man das fertige Ergebnis zum Anfang zeigt und da dann eine Einleitung macht. Ich habe mich diesmal andersrum entschieden. Ich werde mit euch hier heute durchstarten. Ich möchte euch trotzdem zeigen, was wir heute machen. Also ich schneide quasi jetzt mal eine kurze Sequenz ein, wie das Ergebnis aussehen wird. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich hoffe, dass es mir auch gefällt, wenn ich so mal in die Zukunftsform spreche, weil ich ja jetzt in dem Moment nicht weiß, wie es aussieht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit euch heute etwas lettern möchte. Ich möchte mit euch blenden, ich möchte mit euch ein paar Effekte, sowas wie Licht und Schatten, eventuell einen kleinen 3D-Effekt, ich weiß es noch nicht. Also so ein bisschen lasse ich mich gleiten und ein bisschen lasse ich mich auch leiten von dem Lettering. Jetzt wollt ihr mit Sicherheit natürlich, okay, ihr habt schon gesehen, aber ich möchte natürlich wissen, was wir heute lettern. Und ich habe mich für die Worte Creative Escapism entschieden. Ob ich es richtig ausspreche, ist erstmal total egal, aber ich mag, was es bedeutet. Deshalb möchte ich das hier heute passend für eine kreative Auszeit natürlich nutzen. Dazu mal ganz kurz so zum Thema Inspiration. Was soll ich lettern? Das fragen sich ja tatsächlich immer viele, gerade auch die am Anfang stehen. So, ja, womit soll ich denn üben? Auf Instagram gibt es unglaublich viele Challenges in der Community, in der Lettering-Community. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Es ist immer wichtig, sich das vielleicht auch vorher mal aufzuschreiben, damit man so wenig wie möglich Fehler macht. Ich will nicht sagen, dass es fehlerfrei werden wird. Diese Behauptung aufzustellen, finde ich sehr vage, jedes Mal, bevor ich anfange, irgendwas zu tun. Ich habe hier noch ein kurzes Schmierzettelchen, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie ich die Buchstaben anordnen werde, beziehungsweise die beiden Worte, in welche Komposition ich diese beiden Worte stelle. Es wird jetzt keine krasse Komposition hier sein, es sind halt jetzt also nicht nur zwei Wörter, daraus kann man eigentlich auch schön was machen. Aber mir geht es jetzt weniger um die Komposition. Ich möchte hier halt einfach eine schöne Auszeit schaffen. Ach, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich werde auf jeden Fall mit Brush Pens arbeiten. Ich habe mir die von Karin rausgesucht. In einer Winterkomposition. Nein, in einer, doch, nee, nicht Komposition. Wie sagt man denn? Also mir fehlen heute die Worte. Also diese Woche war, oder dieser Jahresanfang, hat es schon ordentlich in sich gehabt. Aber ich habe mich für Kombination, diese Farbkombination entschieden. Die habe ich aus dem Buch, das will ich euch zeigen, unbezahlte Werbung. Palette Perfect von Lauren Vega. Wie gesagt, englische Aussprache, übernehme ich keine Verantwortung für und keine Gewährung. Das ist das zweite Band und hier sind die Farben in Jahreszeiten sortiert und das ist aus der Winterreihe. Da habe ich mir die Farben, diese Farbkomposition rausgesucht, fand die sehr schön. Das Grau, ein Grau ist zum Vorschreiben, ein Grau, nein, das Grau ist zum Vorschreiben, das Cool Grey und das Warm Grey ist nachher für einen Schatten. Dann, wir wollen ja blenden, habe ich mir einen Wassertankpinsel für Effekte und etwaige zusätzliche Schnupselchens, die wir da noch hinmalen, habe ich noch einen weißen und einen schwarzen Stift und natürlich einen Radiergummi für den Fall der Fälle und ein Tuch, damit ich den Wassertankpinsel dann sauber machen kann. Ja, okay, also ich skribbel jetzt mal so ein bisschen rum, um zu gucken, wie ich diese Worte hier schreibe.
So, ich entscheide mich. Ich habe jetzt gerade nur so ein bisschen rumgeskribbelt. Das ging jetzt auch im Schnelllauf durch, aber ich habe mich jetzt hier für diese Variation entschieden. Und zwar möchte ich gerne so Groß- und Kleinbuchstaben vermischen. Als kleiner Tipp vorweg, ihr müsst bedenken, nein, ihr müsst gar nichts bedenken. Ihr könnt das schreiben, wie ihr wollt. Ich möchte euch bloß ein bisschen Inspiration geben. Ich muss jetzt für mich beachten, da ich jetzt auch die Regeln des Brush Letterings umsetzen möchte, heißt, die abführenden Linien sind ein bisschen stärker, muss ich jetzt natürlich hier von meiner Skizze ein bisschen abweichen, um ein bisschen breiter zu werden, sonst wird das alles zu geknautscht. So, ne? Also das muss ich auf jeden Fall mit einberechnen. Ich werde hier den größten Platz auf meinem A4-Papier ausnutzen, heißt jetzt aber nicht, dass ich bis an den letzten Rand gehe. Ich versuche das mittig zu setzen. Ich gebe mir größte Mühe, das mittig zu setzen. Wenn es nicht mittig ist, dann schneidet einfach danach das Papier zurecht. ansonsten schreibe ich mir jetzt das nicht unbedingt mit dem Bleistift vor. Ich mag das nicht, wenn man so die Bleistiftlinien sieht. Ich könnte jetzt entweder einen Buntstift nutzen, der sich mit vermalt. Das wäre natürlich praktisch. Ich habe auch ein Bleistift, der sich auch mit vermalt, aber das möchte ich halt beides nicht. Ich werde jetzt versuchen, hoffentlich fehlerfrei, diese Skizze hier auf meinem Papier freihand zu übertragen. Ich nutze einen hellgrauen Brushpen zum Vorzeichnen, wo ich danach einfach dann die farbigen Elemente draufsetze, sie miteinander verblende, also quasi wie so ein Ausmalen. Ne? Ich werde auch den herabführenden Strich immer etwas dicker machen, damit es einfach eine schöne, kräftige Farbspielerei dann auch gibt. Ja? Okay, ich übertrage das jetzt. So, jetzt habe ich mir das so erstmal vorgemalt. Der nächste Schritt ist jetzt für mich das Kolorieren. Ich habe jetzt hier noch so eine kleine Lücke, die stört mich noch so ein bisschen. Aber ich gucke gleich mal, wie ich das eventuell noch füllen kann im Nachhinein. Aber wie gesagt, der nächste Schritt ist für mich jetzt das Kolorieren. Ich brauche jetzt hier meine Skizze nicht mehr. Auch diesen Schriebsel, dass es hier ein bisschen ordentlicher aussieht. Das brauche ich jetzt tatsächlich nicht. So, also es geht ans Kolorieren. Ich mache mir jetzt mal hier so ein bisschen Platz. Also den brauche ich auch nicht mehr. Den brauche ich nachher noch zum Schatten setzen. Den Bleistift brauche ich nicht mehr. Schwarz und Weiß brauche ich später noch. Wir brauchen jetzt die drei Farben. Also falls ihr diese hier benutzen wollt, das ist es ist noch die alte Bezeichnung, Skin 1.200. Copper Brown 282 und Lush Green 228. 200 heißt die Farbe, nicht Skin 1.200. Skin 1 heißt das, weil es, glaube ich, mehrere gibt. Aber wie gesagt, das ist noch die alte Bezeichnung und da würde ich jetzt, weiß jetzt gar nicht, wie die neu heißt. Aber 200 ist die Farbzahl, also 200, 282 und 228. Haben sie sogar alle eine ähnliche Zahl. So, damit ich das Ganze hier nicht verschmiere, lege ich mir ein Papier unter meine Handkante. Da könnt ihr, wenn ihr beide Seiten nicht beschriftet habt, auch euer Schmierpapier nehmen. Also ich gucke mal, dass es auf beiden Seiten sauber ist, damit es nicht überträgt. Weil wenn ich nämlich jetzt hier mit meiner Handkante rumwurschtle, dann kann es sein, dass ich das so ein bisschen verschmiere. Normalerweise nehme ich tatsächlich noch ein bisschen helleres Grau, aber ich glaube, das helle Grau, was ich nutze, das seht ihr über die Kamera fast nicht. Deswegen habe ich mich heute nicht für das entschieden. Ich fange jetzt an. Wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich was zwischendurch. Ansonsten wird es hier eigentlich immer eine schöne, stille Geschichte. Nebenbei dudelt noch so ein bisschen Musik, die mache ich jetzt aber auch nicht lauter. Also die füge ich dann natürlich nachher erst ein. Aber ja. Ich fange jetzt an mit dem Kolorieren. Ihr könnt mir gerne auf die Hände gucken. Und ja, wie gesagt, wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich das.
ich habe jetzt hier die drei Farben, die mische ich jetzt hier durch. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass ich oben und unten eine Farbe habe, sondern ich mag das immer, wenn das gerne so ein bisschen bunt durchgemischt ist. Die Farben harmonieren prinzipiell auch ganz gut. Man muss vielleicht bei dem Grau, bei dem Grün und Rosa, jetzt ganz runtergebrochen von den Farben, ein bisschen vorsichtiger sein, aber ich werde die jetzt nicht so krass miteinander. Ich lege jetzt einfach los, ihr könnt mir gleich zugucken. Ich gucke mal, dass der Pinsel nicht zu feucht ist, ne? Sonst habt ihr hier ein kleines Wasserbad drauf. Und beim Verblenden nutze ich auch die ganze Farbe, die ich aufgetragen habe, um einfach nochmal die Ränder sauber zu machen. Und die Farbe komplett mit dem Wasser anzulösen. Jetzt gehe ich so langsam in die andere Farbe runter. Wenn mir das zu dunkel ist, wische ich das ab und gehe dann in das Rosa oder in diesen hellen Naturton rein.
So, wir haben es geschafft. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mir die Fragen natürlich gerne stellen. Ich versuche sie, auch wenn ich ziemlich selten bei YouTube reinkomme, gucke, Schande über mein Haupt, dann werde ich sie auch beantworten. Alternativ könnt ihr mir natürlich auch per Instagram oder per Facebook oder per E-Mail schreiben. Und ja, wir haben die Farben fertig. Ich mag das total gerne, wie die Farben miteinander harmonieren. Die Übergänge sind nicht immer perfekt, aber gerade das macht es charismatisch, meiner Meinung nach. Und ja, die farbigen Stifte packen wir mal noch nicht zu weit weg. Eventuell brauchen wir die nachher noch. Oder nicht nachher, sondern ein bisschen später. Ich lasse die mal liegen. Farbcode. So. Als nächstes sollten wir es definitiv trocknen lassen. Dadurch, dass wir das mit Wasser noch mal ein bisschen aktiviert haben und es dann noch mal angetrocknet ist, ist es tatsächlich besser getrocknet, als wenn ich es nur mit dem Brushpen schreibe. Ja, aber es ist natürlich noch ein bisschen nass. Gerade vor allen Dingen der letzte, seht ihr? Aber der erste. Und jetzt weiß ich nicht, ob das vom Abwischen ist, oder? Wir machen das nochmal. Ja, das war vom Abwischen. Ja, ich weiß nicht, ob ich zu dem Verblenden jetzt noch was sagen soll. Ich mache es mittlerweile am liebsten mit dem Wassertankpinsel. Ich habe es früher lieber mit dem Pinsel gemacht, weil ich dort die Wasserzufuhr besser kontrollieren konnte. Mittlerweile habe ich aber hier einen von Pentel, glaube ich. Ich glaube, die Bauchigen sind von Pentel und die machen sich wirklich richtig, richtig gut. Da ist die Wasserzufuhr nicht so unkontrolliert. Also die kommt da wirklich relativ langsam raus. Wenn man ein bisschen mehr braucht, dann drückt man drauf. Wenn man nichts braucht, dann wischt man es halt ab. Ich behalte mein Papier jetzt noch hier. Jetzt muss ich mir meinen nächsten Schritt überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Und den Wassertankpinsel brauchen wir vielleicht noch. Entschuldigung, meine Katze, die hat mich gerade abgelenkt. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ich fange jetzt an, meine Buchstaben. Jetzt bin ich gerade ganz am Überlegen, ob ich das so mache. Aber ja, ich mache es. Ich werde meine Buchstaben jetzt mit dem schwarzen Feinliner einrahmen. Ja. Ist jetzt ein relativ schmaler Feinliner. Der ist 0,3. Und ich werde das jetzt hier so einrahmen. Das mache ich mal eben fix. Also in Ruhe fix. Hat schon eine ganz andere Wirkung, ne? Ach, guckt euch das mal an hier. Das saugt die ganze Farbe auf. Aber es ist nichts verschmiert. Schau nochmal genau hin. Nein. Okay, aber ich finde, wenn man sowas einrahmt, die Außenlinie nachzeichnet, das hat immer noch so eine krasse zusätzliche Wirkung. Falls sowas jetzt wie hier oder hier passiert, könnte man jetzt mit dem Wassertankpinsel die Farben nochmal aktivieren, um nochmal richtig dort an den Rand zu gehen. Ich mache das jetzt aber nicht.
so perfekt, imperfekt. Aber was machen wir jetzt noch? Ich glaube, wir machen noch einen 3D-Effekt dran. Machen wir noch einen 3D-Effekt dran? Irgendwie habe ich Lust zu. Ich will noch einen 3D-Effekt. Ich versuche den so ungefähr 45 Grad mäßig zu halten. Ich hoffe, dass es mir bei allen gelingt. Das ist hier schon ein Unterschied, aber egal. Ich will jetzt hier keinen Geodreieck rausholen. Das macht schon wieder so viel. Das macht so viel mit dem Bild und ich mag das total gerne. Als nächstes, es ist auch nicht perfekt, also es ist jetzt nicht alles gleich. Hier ist es verkehrt, hier habe ich einen Fehler gemacht. Ach, das ist total wurscht. Im Endeffekt, die Wirkung ist ja trotzdem da. Ne? Ich werde jetzt noch mit ein paar zusätzlichen Linien noch so einen kleinen Schatteneffekt rein sneaken. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Und die Linien versuche ich im gleichen Winkel wie eben schon zu machen. Also ihr merkt, meine Worte sind heute irgendwo schon aufgebraucht. Also so ungefähr, ne? So, dass es in den Ecken so ein bisschen dunkler ist. Und da merkt man dann eventuell auch zwischendurch, wo man einen Strichfehler gemacht hat. Was aber nicht schlimm ist. So, ist quasi jetzt der dritte Schritt, ne? Nach dem Blenden der dritte Schritt. So, haben wir einen 3D-Effekt rangefügt. Das nächste, drei Schritte noch. Und zwar Lichtpunkte setzen, Schatten setzen und noch ein paar bunte Sprenkel hinsetzen. Die drei Sachen machen wir noch und dann sind wir fertig. Ich werde als nächstes den Schatten setzen, damit das hier kurz tatsächlich noch Zeit hat zum Trocknen.
finde, mit jedem Schritt wird dieses Lettering greifbarer. Und das macht halt einfach so Spaß, das Schritt für Schritt zu sehen und zu beobachten. Als nächstes kommt der weiße Stift. Nochmal hier rüber. Und jetzt setzen wir ein paar Lichtpunkte. Also ihr habt ja gemerkt, mein Schatten, der ist ja, der kommt oder der fällt rechts unten. Das heißt, bei mir fällt das Licht immer von links oben. Normalerweise nehme ich zum Lichtpunktesetzen eigentlich einen Acrylstift, aber mein Acrylstift ist seit 2 Monaten nicht mehr zu gebrauchen, aufgrund dessen, da mir die Mine in den Abfluss gefallen ist beim Saubermachen. Deswegen habe ich hier jetzt einen Jelly Roll von Sakura, der aber auch ganz gut ist. Aber mein Acrylmarker, der wäre halt ein bisschen deckender. So ein bisschen zieht er nach, ne? Also wenn er so ein bisschen antrocknet, dann zieht er noch nach. Vielleicht nicht bei allen Farben. Und wie sinnvoll ist es, nochmal drüber zu gehen? Ich hätte mir jetzt eigentlich auch Gouache. Gouache würde sich da auch sehr gut machen zum Decken. Aber ich finde, man sieht trotzdem ja den Unterschied, ne? Wenn da so ein Glanzeffekt dran ist, boah, das macht es gleich nochmal runder. So, ich hoffe, ihr hört meinen Magen nicht die ganze Zeit knurren. Ich habe nämlich verfluchten Hunger. Entschuldigung, dass ich geflucht habe. So, ich finde, das kann sich doch echt sehen lassen. Es macht wirklich Spaß und ich weiß nicht, warum ich das jedes Mal so lange aufschiebe, mich hier hinzusetzen, die Stifte in die Hand zu nehmen und was analog auf Papier zu malen. Ich weiß es einfach nicht. Dabei macht es eigentlich so einen Spaß und ich fühle mich wirklich gut dabei, das auch zu machen. So, letzter Punkt. Sprenkelchen. Dazu brauchen wir irgendwas Glattes. Eine Mischpalette. Eine. Wo habe ich denn das jetzt? Ich gehe mal kurz auf die Suche. Okay, Notlösung. Ich finde gerade meine Blending-Palette nicht. So ist das natürlich, wenn man unvorbereitet ein Video aufnimmt. Alternativ können wir aber auch eine Folie nehmen. Das ist völlig in Ordnung. Falls ihr einen dunklen Tisch habt, packt euch noch ein weißes Papier drunter. Ansonsten muss ich mir, glaube ich, eine neue Blending-Palette machen. Okay, wir wollen ein paar Sprenkel machen. Wir fangen mal mit der Farbe an. So, das kritzelt sich da. Die Blending-Palette ist halt einfach nur fest. Jetzt habe ich nur eine Folie. Das nehme ich mit dem Wassertankpinsel auf. Wasser reindrücken in die Spitze. Genau, das wird es richtig schön aufnehmen. Und dann drückt ihr, ich weiß nicht, ob ihr das seht. So, jetzt kommt hier so ein Tropfen. Den will ich haben. Jetzt ist er weg. Reingezogen. Da. Aus der Übung.
Kaffeeflecken. So. Sauber machen. Mit Rosa mache ich jetzt gar keine Sprenkel, weil die Farbe so hell ist und ich durch den, durch das Kopperbraun, schon so helle Flecken habe, mache ich das Rosa nicht. Ich nehme jetzt das Grün noch, weil das auch noch so schön kräftig ist. So, ihr hättet euch jetzt natürlich einen normalen Pinsel nehmen können, aber ich finde halt dieses unkontrollierte Rumsprenkeln mit dem Wassertankpinsel finde ich total cool. Und diese Flecken müssen jetzt natürlich auch erstmal trocknen. Nichtsdestotrotz sind wir fertig und auch wenn das noch nicht getrocknet ist, beende ich dieses Video mit euch zusammen. Denn trocknen, die Trocknungszeit, die müssen wir jetzt nicht miteinander verbringen. Könnten wir natürlich, aber dann sitzen wir, glaube ich, noch eine Weile hier, weil diese dicken Tropfen, die brauchen eine Weile, um zu trocknen. Also, mit nur drei Farben, mit nur ein paar Stiften. Also es ist jetzt gar kein Hexenwerk hier mit so, ne? Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Nehmt euch Zeit für kreative Episoden, nenne ich es jetzt mal. Nehmt euch kreative Auszeiten. Und zaubert halt irgendwas. Wir haben jetzt doch, glaube ich, mindestens eine Stunde hier gesessen. Ich habe jetzt habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe jetzt auch die Aufnahme nicht im Blick. Aber ja, das Ergebnis habt ihr zum Anfang schon gesehen, noch vor mir. Ich sehe es jetzt auch und ich finde es toll. Ich finde es richtig gut. Die Farben gefallen mir toll. Ja, wir haben die Effekte. Wir haben 3D-Effekt drin. Wir haben Schatten gesetzt. Wir haben Lichtpunkte gesetzt. Wir haben Sprenkel gesetzt. Wir haben ja, vorher uns eine Skizze gemacht, also alles Mögliche, also wirklich von Anfang bis Ende habe ich euch mitgenommen in meiner kurzen kreativen Auszeit. Ich wünsche euch viel Schaffenskraft, ich wünsche euch ebenfalls viele kreative Auszeiten und hoffe, dass ihr entweder nur Spaß beim Zuschauen habt oder ganz viel Spaß auch beim Mitmachen hattet. Und wenn ihr das Werk parallel oder danach oder irgendwann gestaltet, markiert mich doch gerne, wenn ihr diese Wortkomposition benutzt, die ist von der All for Art Challenge, dann markiert diese auf jeden Fall, weil die haben sich diese Worte überlegt oder ja, diese Komposition miteinander, dass die Worte miteinander harmonieren. Ich habe sie jetzt kreativ umgesetzt, wenn ihr sie in dem Stil oder wenn ihr das, was wir heute hier gemacht haben oder ich heute gemacht habe, nachmacht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich auch markiert, Lillis Berlin, also @lillis.berlin und den Hashtag noch setzt, kreativ mit Lillis. Und ja, ich rede heute viel, wirr und deswegen beende ich das Ganze jetzt hier und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und habt's fein, ihr Lieben. Tschüss!